Hi. Da haben wir ihn ja. Den neuen Stadtkanal. September 1996. Vor 18 Jahren begann ein neues Fernsehzeitalter in Berlin und Brandenburg. Der Start des Lokalfernsehens. 24 Veranstalter gingen alleine in Brandenburg auf Sendung. Dr. Hans Hege, seit 1992 Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, hatte organisatorisch alles vorbereitet und lizenziert. Für die Brandenburger ein ganz neues Gefühl. Fernsehen zum Anfassen. Hallo liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Ich freue mich, dass Sie zum Sendestart des Stadtkanals Brandenburg eingeschaltet haben. Der eine wollte Wasserspiele auf dem Platz der Befreiung, der andere nicht. Aber allen der Precht machen, das wird wohl nie was werden, ne? Nun war auch alles legal und die Sender ordnungsgemäß an die Breitbandkabelnetze angeschlossen. So wollte es der studierte Jurist Dr. Hans Heger auch haben. Denn 4 Jahre zuvor war in Brandenburg schon ein Piratenkanal aufgetaucht. Mit Striptease im Lauchhammer Stadtkanal wurden die Bürger beglückt. Zwischen Sonderangeboten aus Schuhgeschäft und Apotheke, so eine große Boulevardzeitung damals, wackelten die nackten Popos und hüpften die Mädchenbrüste. Bernd Nitschner hatte mit dem WMZ-Stadtkanal Lokalfernsehgeschichte geschrieben. Anarchie im Kabel, lang, lang ist's her. Ja, Herr Dr. Hege, wir sind der Piratensender mit der Lizenz 0001. WMZ-TV, Ihr privater Kabelkanal in Lauchhammer. Es fing damals ziemlich holprig mit uns an, aber dank Ihrer Hilfe haben wir es bis zum heutigen Zeitpunkt geschafft. Inzwischen hat alles seine Ordnung. Sogar der heutige Ministerpräsident Dietmar Woidke bekannte sich von Anfang an als Fan des lokalen Fernsehens. Sie sind ein wichtiges Angebot in der Programmvielfalt, weil sie den Leuten genau das liefern, was große Sender eben nicht können. Informationen aus der Nachbarschaft über Vereine, Verbände, was passiert in meiner Stadt, was sagt der Bürgermeister zu diesem oder jenem Problem, das geht nur mit Lokal-TV und deswegen ist es in Brandenburg unersetzlich. Und ich bin selber intensiver Lokal-TV-Gucker und freue mich immer drauf. Nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern die Großen aus der Politik wie Außenminister Frank-Walter Steinmeier, auch Brandenburger Bundestagsabgeordneter, kamen zum Interview ins Lokal-TV-Studio. Und es wurden immer mehr Zuschauer. Das war ja auch wichtig, denn alle Sender standen von Beginn an unter starkem wirtschaftlichem Druck. Finanzieren mussten sich die Anbieter über Werbung. GEZ-Gelder, davon können die Senderchefs bis heute nur träumen. Schon recht schnell gab es die ersten Kooperationen. Zwischen Potsdam TV und SKB aus Brandenburg-Havel entwickelte sich ein reger Programmaustausch. Dies begrüßte MABB-Chef Hans Hege außerordentlich. Das finde ich sehr schön, dass die Kompetenz der Veranstalter jetzt gebündelt wird, damit das Programm auch aktueller wird. Ich hoffe, es beteiligen sich auch andere noch. Es ist ja noch in den Anfängen, aber ich denke, wir haben jetzt hier eine neue Kraft auch der Information, die Brandenburg gut brauchen kann. Später kam noch das gemeinsame Programmformat Brandenburg-Journal hinzu. Fast alle Sender lieferten ihre Programm-Highlights. Über die sogenannte BFN-Tankstelle konnten sich die Sender auch einzelne Beiträge anderer Lokalstationen besorgen. Der Austausch zwischen den Sendern wurde immer intensiver und gipfelte 2005 im BFN, dem Brandenburger Fernsehnetz. Der langjährige Vorsitzende des BFN, Dr. Klaus-Peter Thiemann, schreibt dem scheidenden Mediendirektor eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Lokal-TV-Struktur in Brandenburg zu. Wir können also so feststellen, dass Dr. Hans Hege eben immer bemüht war, für Meinungsvielfalt zu sorgen und diesen Auftrag eben auch geschickt umzusetzen, vor allem in den Bereichen des Landes Brandenburg, wo wir sehr viele Einzeitungskreise haben, war es ihm sehr wichtig, einfach zusätzliche Medien, sprich in dem Falle lokales Fernsehen, zu etablieren. Auch der Medienrat hat das Lokal-TV-Projekt immer unterstützt, weil dadurch eine völlig neue Qualität aufkam. Stärkung des lokalen Bewusstseins. Und Sie wollen schon wissen, was ist in meiner Kleingartensparte los? Wer hat den größten Kürbis dieses Jahr geerntet? Aber natürlich auch beispielsweise, wenn Sie Wahlen haben vor Ort, dann weiß ich, dass die Lokal-TV-Stationen nicht in unerheblichem Maße dazu beitragen, auch die örtlichen Politiker und Politikerinnen bekannt zu machen. Also für mich haben Sie eine riesige Bedeutung.
Plötzlich hatte der kleine Mann auf der Straße eine Stimme und polterte los vor laufender Kamera. Horst Thiele aus Brandenburg an der Havel war so eine Figur, die plötzlich über Nacht bundesweit bekannt wurde. Das Internet und Social Media machten ihn zum Star. Küchenrollen, 20 Pakete noch dazu. Ja. Habt ihr noch andere Toilettenpapier? Andere Toilettenpapier haben wir auch, ja. 6 müssen noch auf der 30 sind. Und egal, 20 mal Küchenrollen. Egal, welche Sorte. Das ist scheißegal, das ist auf ihren Arsch. Fast 1 Million Klicks bei YouTube läuteten ein neues Medienzeitalter auch für das Lokalfernsehen ein. Die grossmediale Verbreitung der Inhalte. Auch das hatte Hans Hege bereits vorausgesehen. Ein anderer Schwerpunkt wird natürlich Internet sein. Weil wir haben ja immer noch über die Hälfte der Brandenburger, die ja nicht am Kabel hängen und kein Lokalfernsehen empfangen können. Die technischen Veränderungen, aber auch ständig neue redaktionelle Prozesse forderten die Mitarbeiter. Wichtig sind daher bis heute die Schulungen der EMS in Potsdam. Im neu errichteten Medieninformationszentrum werden die TV-Kollegen in Seminaren fit gemacht. Hallo und herzlich willkommen, vor allen Dingen aber hier im Saal, im MEZ Babelsberg in Potsdam. Doch die neuen Herausforderungen standen schon vor der Tür. Das digitale Medienzeitalter läutete eine neue Epoche ein. Und wieder ist das Brandenburger Lokalfernsehen Vorreiter. Die alten Kameras haben ausgedient, jetzt wird in HD-Qualität gedreht. Der ehemalige BFN-Vorsitzende Dr. Klaus-Peter Thiemann über diesen wichtigen Schritt. Im Rahmen der Digitalisierung, die also durchgeführt wurde und auch unterstützt wurde durch die Medienanstalt, ist also die technische Entwicklung in den Lokalfernsehsendern im Allgemeinen deutlich gestiegen. Und einer der Lokalfernsehsender war eigentlich so weit, dass er sogar schon 10 Monate, bevor der RBB, ja, in HD ausgestrahlt hat, schon so weit war und hat auch in HD ausgestrahlt. Und schon stand die nächste Fernsehrevolution an. Über die Orbitposition wird seit September 2013 auf dem Astra-Satelliten ein gemeinsames ostdeutsches TV-Programm unter dem Namen BBMV Lokal TV ausgestrahlt. Das ist Realität geworden, dank der Medienanstalt. Besonders für ländliche TV-Sender mit schlechter Kabelverbreitung, wie in der Uckermark, ist diese Innovation eine Erlösung. Daher ist das Satellitenprogramm für Dr. Hans Hege eine logische und konsequente Weiterverbreitungsform. Also es ist eine Fortsetzung unserer anderen Projekte, mit denen wir lokales Fernsehen in Brandenburg gefördert haben, also auch die Digitalisierung im Kabel. Und jetzt kommt Satellit für den großen Teil der Brandenburger Haushalte, die ja kein Kabel haben, sondern das Programm über Satellit empfangen. Also das sind, wir haben inzwischen mehr als die Hälfte. Und wir wollen damit die wirtschaftliche Basis unserer Lokalveranstalter und damit auch ihre programmlichen Leistungen verbessern. Mittlerweile sind 20 Veranstalter mit 29 Programmen auf dem Markt. Vielseitig und bunt ist das Angebot. Der rote Knopf auf der Fernbedienung, Ihr Zugang zur ganzen Vielfalt bei BBMV rund um die Uhr, jederzeit. Das lokale Fernsehen ist etabliert, aber wirtschaftlich sind immer wieder neue Ideen gefordert, um überleben zu können. Hans Hege hat wesentlich dazu beigetragen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aber wie schätzen ihn die Fernsehmacher ein? Also sehr angenehm und ein sehr verlässlicher Mensch. Also ich sage einfach mal, es war also eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Lokal-TV ist für die Medienlandschaft unverzichtbar. Das, was in den Städten und Dörfern passiert, erfahren die Menschen zunehmend im lokalen Fernsehen. Sie können das auch, weil Lokal-TV überall zu Hause und mobil zu empfangen ist. Das sind für uns ideale Bedingungen. Die Medienanstalt, Dr. Hege, haben dafür die Weichen gestellt. Dafür bedanken wir uns. Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles, alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Jede Menge Gesundheit. Vielen Dank. Alles Gute, Dr. Hans Hege. Jetzt, wenn Sie gehen, ist das Brandenburger Lokalfernsehen 18, also volljährig geworden.